Aleister Crowley, John W. Parsons, L. Ron Hubbard. Die okkulte, satanische Denkfabrik der NASA. Sie haben den Weg geebnet für die nationale Luft- und Raumfahrtbehörde der Amerikaner. Und es gibt auch noch weitere Protagonisten, die mit dazugehören. Und das ist Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert A. Henlon. Und das sind die kreativen Köpfe der Science-Fiction-Romane oder auch Geschichten. Man nennt sie auch die großen drei, Big Three. Und aus ihren Köpfen oder aus ihren Fantasien, da stammen dann diese lustigen Weltraumgeschichten, wie wir das eigentlich auch kennen, mit Science und mit Fiction, ne? Mit wissenschaftlichen Fiktionen. Und einer gehört eigentlich auch noch dazu, den kennen wir noch aus der Raumschiff Enterprise-Geschichte aus dem Fernseher. Und zwar, das ist der Captain Kirk, der heißt ja in Wirklichkeit William Shatner. Und er hat nach seiner Filmkarriere auch die Science-Fiction-Geschichte für sich gewonnen und hat sich auch als Wissenschaftler betätigt. Und man hatte ihn auch mal so gefragt, wie er so den Unterschied zwischen Science Fiction und der Wissenschaft so auseinanderhalten kann. Und daraufhin meinte er, das wäre dasselbe. Und das sage ich auch. Und mein heutiges Thema, ja, das ist wirklich schwierig, das ernsthaft rüberzubringen. Also es könnte gut möglich sein, dass ich des Öfteren mal so einen leichten Schreikampf bekomme oder, wie wir so im Pott sagen, wir könnten uns mal beömmeln, ne? So, und heute geht es nämlich um das Thema Raumsonden. Ja, das sind so ganz tolle technische Wunderwerke, die sämtliche Gefahren im Weltraum trotzen. Also diesen sogenannten Weltraum trotzen, ne? Also die sind in der Regel eigentlich das Meisterwerk der Technik eigentlich. Und da finden wir so lustige Geschichten hier, auch über die Bildersuche. Und nicht nur die Amerikaner waren da ganz groß mit dabei, auch die Russen. Vielmehr zu früheren Zeiten war das ja noch die Sowjetunion. Aber zu den Raumsonden oder vielmehr zu der Lunar Orbiter Geschichte, da müssen wir jetzt mal umschalten nach Wikipedia. So, und Wikipedia eignet sich immer sehr gut, um Fakes aufzulösen, weil, ja, wenn man so ein bisschen sich da Wissen anschafft, dann schnallt man natürlich auch relativ schnell, was da nämlich nicht stimmt. Und dieser Lunar Orbiter, das war ja so eine Mondsonde, die ist, wie hier Wikipedia schreibt, zwischen 1966 und 1968 in einer nahen Umlaufbahn vom Mond gekreist und hat da Bilderchen gemacht. Also so richtig hübsche, hochauflösende Bilderchen. Und der tolle Teil ist nämlich dieses hier. Das war dieses Wunderwerk der Technik. Also wunderbar, wie ich auch hier diese schöne Parabolantenne sehe. Da konnte man damals, glaube ich, auch schon Satellitenfernsehen mit empfangen. Ja, und so ein Zinnkelch darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, was diese komischen Teile hier so, weiß ich auch nicht, ich weiß es nicht. Also es sieht auf jeden Fall lustig aus. Und die Geschichte ist ja die, dass diese Raumsonde am 10. August abgehoben ist mit einer Rakete in Richtung Mond. Ne? Und wie wir wissen, soll ja der Mond da bei der Kugeltheorie so 380.000 Kilometer entfernt sein, plus minus 5.000, glaube ich, oder so, je nachdem. Und die haben da so ganz tolle Bilder geschossen. Ne? Die wollten ja die wollten eine Kartierung machen von der kompletten Mondoberfläche. Und hier haben wir zum Beispiel noch ein Bild, das ist nämlich aufgenommen worden, also so sagt man es, ne? Am 23. August 1966. Aber wie wir in diesem Falle sehen können, ist es nämlich ein digital restauriertes Bild. Und
Das Interessante ist ja, das Ursprungsbild, da kommen wir auch noch später mal drauf zurück, das ist am 23. August 1966 aufgenommen. So, und jetzt müssen wir noch mal kurz zurückgehen zu diesem Teil hier. So, und jetzt haben wir nämlich schon wieder das erste Problem, und zwar dieses Bild erstellt am 23. August. Ja, jetzt frage ich mich natürlich, wer hat dir das Bild gemacht? Ne? Das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Ne? War da ist da noch ein Begleitschiff mit unterwegs gewesen, so ein Begleitsonde oder sowas? Also das ist für mich irgendwie, ja, das verstehe ich nicht so richtig, weil wenn die jetzt da dieses Bild von der Mondoberfläche gemacht haben mit im Hintergrund der angeblichen Erde, wie konnte man dann dieses Bild dann machen, ja, am 23. August? Also weil so eine Sonne, die war ja so, ich glaube, anderthalb Tage oder was unterwegs zum angeblichen Mond da in 380.000 Kilometer Entfernung. Also, ja, okay, wir müssen jetzt mal switchen. So, und ganz wichtig ist bei diesem lustigen Gefährt eigentlich auch, die Sonden hatten eine Höhe von 1,68 Meter und eine Breite von 5,65 Meter. Also das soll ja bedeuten eigentlich, dass das ja die Höhe ist und die komplette Breite mit diesen komischen Salatschüsseln und Mixerstäben oder wie man das auch nennen möchte, hatte dann eigentlich eine Gesamtlänge von 5,65 Meter. Also Höhe, Breite, nicht wahr? So, und dieses Orbiter-Teil da, das ist am 10. August gestartet, kam nach 4 Tagen in einem Mondorbit. Ab dem 26. Mondumlauf am 18. August begann er mit den Aufnahmen und übermittelte bis zum Absturz am 29. Oktober 1966 insgesamt 229 Bilder. So, jetzt müsst ihr euch natürlich fragen, wir haben jetzt ja hier dieses Teil hier, das hat ja so eine eingebaute Kameraeinheit. So, und jetzt müssen wir natürlich bei dieser Geschichte mit einberechnen. Also damals waren ja Filmrollen drin, nicht? Und eine Filmrolle, wie viele mögen da an Bilder drauf gemacht worden sein? Ich glaube, so 24 Stück waren das damals. Können auch noch sogar noch weniger gewesen sein. So, jetzt fragt man sich natürlich auch, wer hat die Filmrolle eingelegt beim Knipsen? Nicht? So, und die musste ja dann auch wieder immer wieder gewechselt werden, weil wenn da vielleicht so 24 Bilder auf so eine Rolle passten, das ist natürlich schwierig, aber wir schauen uns jetzt gleich mal eben so eine kleine Demonstration an von dieser Geschichte und da müssen wir mal rüber switchen nach YouTube. 6,000 square miles of it, nearly 1,000 times better. Lunar orbiter is best described as an orbiting photographic laboratory. Unlike earlier photo missions, which used a television type of camera, orbiter takes its pictures on 70 millimeter film. It develops the pictures and stores them until it is time to send them back to Earth. The whole craft is similar to a four-leaf clover with a thick stem. The leaves contain the solar cells that provide power for the various systems on board. And the stem contains the two lenses, the film processing unit, the picture transmission equipment, and the various scientific instruments, such as micrometeorite detectors and radiation counters. At the heart of Lunar Orbiter is the photo system. Pictures are taken simultaneously with the two lenses, one close-up and one wide-angle. A device called a velocity height sensor determines the speed of the spacecraft relative to the moon's surface, normally over 4,000 miles an hour. As an exposure is being made, it moves the film proportionately to avoid blurring the image. The film then moves into the processor, where it is rolled into contact with a bimap web, a material that has been soaked in a solution that develops and fixes the image. It is then separated from the web and dried. The method of getting the picture from the moon to Earth is one of its most exacting tasks. The film is scanned by a light beam 1/20th as thick as a human hair. As the beam passes through the film, its intensity varies as the density of the image varies, and this variation is detected by a photoelectric cell. This converts the light into electronic signals, which are transmitted to Earth. They are then converted back to light and
and the picture is reconstructed. Each frame, consisting of one close-up and one wide-angle photo, requires 45 minutes of transmission. So, und jetzt halten wir mal fest, ne? Also dieses kleine Mondorbiter, also diese Mondsonde, die hat also alles automatisch gemacht, also wie uns die NASA das gerade jetzt erklärt hat, ne? Die hatte eine eigene Belichtungsapparatur mit an Bord. Also wir sprechen jetzt von dem Teil, was 1,65 Meter hoch ist und 5,65 Meter breit. Die hatten ja auch noch so Sonnenkollektoren, weil die brauchen ja natürlich Energie von der Sonne, ne? Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, Antrieb musste natürlich auch in diesem Gefährt sein, in diesem kleinen Mini-Teil. Also die Technologie ist also um den Faktor 1000 mal besser, also komprimiert in dieser Mondsonde, als zum Beispiel so eine riesen Parabolantenne, die dann das Signal angeblich empfangen hat, genau von diesem kleinen Teil da, was ja im Vergleich zu so einer Parabolantenne ja eigentlich ein Witz ist, weil ich würde mal schätzen, das Ding ist ja Minimum 30 Meter hoch, dann hat es bestimmt einen Durchmesser von 25 Metern und die ganze Anlage, die das nachher verarbeitet hat auf der Erde, die ist ja um Faktor, ach Gott, 5000 mal von der Technik her monströser als dieses kleine Teil, ne? Und das hat alles so toll gemacht. Ja, wir switchen nochmal kurz nach Wikipedia. So, und hier sind wir jetzt wieder zurück auf Wikipedia. Und hier hat Wikipedia uns ja die digital restaurierte Ansicht dieses Bildes gezeigt, ne? So, und was hier natürlich mal wieder sehr lustig eigentlich auch ist, dass die Erde hier eigentlich viel kleiner dargestellt ist als der Mond selbst, ne? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Ganze bei einer Geschwindigkeit von 4000 Meilen. Ja, das ist schon eine recht hohe Geschwindigkeit. Und sie haben uns ja erzählt, dass sie eine normale Linse hat und noch eine Weitwinkellinse. So, jetzt frage ich mich eigentlich, aber wenn du jetzt in diesem Bereich jetzt bist, hätte eigentlich doch normalerweise eine Weitwinkelaufnahme eigentlich gereicht. Also wir kennen die auch schon von diesen komischen Bildern, die sie da angeblich auf dem Mond damals gemacht haben. Die Astronauten da, die Wassernauten, ne? Das ist sehr lustig. Aber ich werde euch jetzt mal eben die Original Version eigentlich zeigen, bevor die jetzt restauriert worden ist. So, und die Originalversion ist quasi dieses hier, Lunar Orbiter, Moon and Earth, NASA Langley Research Center, 23. August 1966, Imagefile, dies hat man, glaube ich, mal so umbenannt, mit dem Datum hier von 1998, und das ist quasi jetzt dieses Originalbild, was man ja zusammengesetzt hat, ne, das können wir hier dran erkennen, dass sie hier überall diese Streifen drin sind. Das soll dann von den zwei verschiedenen Linsen gemacht worden sein. Und dieses Bild, das verbirgt eigentlich noch viel tollere Geschichten. Und da müssen wir mal eben switchen zu meinem 0815-Programm. So, und hier sind wir jetzt in meinem 0815-Programm. Und hier habe ich jetzt das Bild reingeladen, was ich euch gerade schon gezeigt habe. Und hier können wir oben nochmal eben überprüfen, ob es auch die richtige Bilddatei ist. Und jetzt können wir über Korrekturen uns mal so ein paar Sachen einzeigen lassen, über die manuelle Anpassung. So, und da werden wir mal den Regler ein bisschen höher setzen. Und ja, jetzt könnt ihr hier das schon erkennen, ne? Diese lustige Blende. Also hier sieht man ja auch so eine Art Quadrat hier. Ich weiß nicht, ob sich da irgendwie was gespiegelt hat oder so, als sie das irgendwie so gemacht haben, scheinbar. Ich weiß auch nicht. Also das sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Auf jeden Fall kann man hier auf jeden Fall sehr schön dran erkennen, diese einzelnen Schnipsel, die sie hier zusammengesetzt haben. Also ich gehe mal davon aus, dass sie, dass diese Bauten hier, das war ja früher auch in den Filmbereich so, das waren ja auch so Künstler, die diese Bauten gemacht haben oder irgendwelche Bilder, die man dann im Hintergrund gesehen hat, weil das hat man ja meistens auch mal alles im Studio gemacht und man hat eben halt die komplette Mondoberfläche nachgezeichnet oder nachgebaut.
Das können wir auch in alten Aufnahmen, die ich auch schon auf dem Telegram-Kanal geteilt habe, sehen, dass alles eigentlich von ja, so Künstlern gemacht worden ist. Die haben das quasi fast eins zu eins, also in aller Maßstab, glaube ich, schätze ich mal, haben sie das dann nachgezeichnet. Von diesem Bildchen hier, da gibt es übrigens auch noch ein anderes von und das habe ich auch schon eingeladen. Und dann können wir rüber switchen und das ist jetzt eine komplette Panoramaansicht. So, und jetzt haben sie, das habe ich nämlich direkt von der NASA und hier haben wir zum Beispiel jetzt die Bezeichnung 1966 New JPEG. Da können wir auch gleich nochmal uns das anschauen, direkt von der NASA. Aber ich wollte euch das jetzt mal schon mal zeigen. Und zwar, wenn wir hier jetzt wieder über die Korrekturen gehen, über die manuelle Anpassung, und dann drehen wir den mal dahin. So, was natürlich auch schon hier, bevor ich jetzt überhaupt was mache, hier was sieht, dass hier so ein komischer schwarzer Balken ist. Ne? Also das sieht irgendwie auch schon sehr merkwürdig aus. Ne? So, und was sehen wir hier jetzt? Hier fehlt zum Beispiel hier diese Blende, die ich euch vorhin schon mal in dem anderen Bild gezeigt habe, was ja auch original sein soll. Und hier fehlt das mal, ne? Also, es sieht schon lustig aus, ne? Weil, was ich hier so, hier sieht man zum Beispiel nur den einen Schnitt und auf dem, bei dem anderen Bild zum Beispiel, achso, muss ich gleich mal kurz rüber switchen wieder. Da sieht man auch die anderen Schnipsel, die man da zusammengesetzt hat. Na, wenn wir das mal kurz rübergehen. Hier können wir das schon so erkennen, ohne dass ich was mache, dass hier ja das Bild so zusammengesetzt worden ist. Das Problem, was ich zum Beispiel auch bei diesem Bild jetzt habe, ist, wenn wir nochmal in die manuelle Anpassung gehen, dann können wir das ein bisschen besser sehen. Und zwar, wenn ihr es so schon sehen könnt. Hier haben wir ganz feine Striche, eigentlich Schnipsel, die angeblich zusammengesetzt wurden. Hier sind die viel breiter eigentlich auch, was ja die Erde, die diese komische Kugelerde darstellen sollte, also diese Märchenkugel. Ne? Das ist auf jeden Fall, ja, ich würde mal behaupten, wenn man jetzt auf dem Bau ist, dann würde man sagen, Fusch am Bau ist das eigentlich. Ne? Also das ist unterste Schublade eigentlich, gerade so in der heutigen Zeit, wo man das alles genau analysieren kann. Und jetzt werden wir noch mal eben switchen zu dieser NASA-Seite, wo ich auch das Breitbild weg habe, also dieses Panoramabild. So, und wie versprochen haben wir jetzt hier die NASA-Seite, wo ich auch das Bild weg habe. Und hier, diese Meldung ist jetzt von 2016 und zwar vom 10. August. So, und wir wissen ja, dass diese Lunasonde
am 10. August 1966 gestartet ist. So, und da die NASA natürlich auch penibel auf diese Daten achtet, hat man dann hier auch am 10. August 2016 immer halt diese Meldung gebracht mit dem 50. Jahrestag der Lunar Orbiter 1 Mission. So, und dann schreiben sie noch so ein bisschen bla 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 bla, dass sie 90% des nahen Mondumfeldes kartiert haben und insgesamt mit den ganzen Orbiter haben sie 3062 Fotos zurückgeschickt, also zur Erde dann, nicht? Und das Ganze wurde, also dieser Lunar Orbiter wurde auch gebaut von der Boeing Corporation. Ja, also da hat jetzt die NASA Corporation, also die NASA-Firma, sind ja alles Firmen oder Unternehmen, hat dann einfach mal kooperiert mit der Boeing Corporation. Ja, das sind alles Firmen, ne? Im Endeffekt, da ist nichts mit Regierung oder so, ne? Oder Staaten, ne? Die Amerikaner, die heißen ja auch The United States of America, nicht so wie vor der Änderung, da hieß es nämlich nur United States of America. Und dieses The, das bedeutet quasi, dass es eben halt eine Firma ist, ein Unternehmen. Und jetzt müssen wir nochmal wieder zurück switchen nach Wikipedia. So, zurück wieder bei Wikipedia, hier beim Lunar Orbiter. Und ich habe euch ja schon erzählt, dass ja auch die Sowjetunion damals so Lunar Orbiter gemacht hat. Und die sind zum Beispiel schon 1963 angefangen. Und da müssen wir mal eben auf die Wikipedia-Seite dazu switchen. So, und hier sind wir jetzt in dem sowjetischen Luna-Programm. Das war ja früher noch die Sowjetunion, aber die sprechen ja auch natürlich Russisch, ne? Das ist ja klar. Und hier sehen wir auch, dass das von 1963 bis 1967 gewesen ist. Und die haben auch so ganz lustige Gefährten hier gebaut. Also auch so ein Wunderwerk der Technik mit so ein paar Salatschüsseln und so ein paar Nachttischlämpchen und... Das sieht irgendwie wie so Fahrradspeichen aus, ne? Ja, da kann man richtig schön mit über den Mond heizen dann, ne? Würde ich mal behaupten. Aber das Lustige ist, wir bekommen auch noch gleich einen Teil zu sehen, was wir schon kennen eigentlich. Ja, das sieht auch lustig aus, ne? Das sieht aus wie so ein Kessel, Dampfmaschinenkessel oder sowas hier, mit so ein paar Antennen noch dran hier, schön umwickelt hier. Und alles vollautomatisch, meine Lieben, hier. Da ist nichts mit manuell. Ne? Das ist alles das Höchste der Technik, die man damals so in den 60er Jahren gebaut hat auch. Ne? Und alles hochtechnologisch fortgeschritten war das damals. So, und jetzt habe ich das gerade schon mal angekündigt. Und zwar ist das lustige Gefährt. Das kennt ihr eigentlich auch schon aus diesem lustigen Filmchen. Mal gucken, vielleicht schneide ich es nochmal rein. A happy landing for Russia's unmanned Luna 17 spacecraft and a big step forward for Soviet scientists in Lenin's Jubilee year. The first self-propelled vehicle ever to drive across the lunar landscape is controlled from Earth. It's called Lunokhod 1 and here's how this extraordinary Heath Robinson 8-wheeler was rolled down from the spacecraft onto the Sea of Rain. The size of the vehicle hasn't been disclosed, but it's been sending back television pictures and carries, among other equipment, a laser reflector. It's been used to survey the moon's surface. So now Soviet space experts have proved their theory that space exploration can be carried out by automatic equipment without risking the lives of astronauts. To Russia, Lunokhod is worth its weight in moon dust. Und zwar, das ist ja das Ding, was da von diesem Teil runtergefahren ist und was sie dann von der Erde aus hier gesteuert haben. Ja, das sieht irgendwie aus wie so eine riesengroße Gulaschkanone, oder? Also, oder eine Badewanne oder irgendwie sowas, ne, mit Heizkessel und so. Also richtig lustig, ne? Also... Man kann ja nicht sagen, dass die jetzt nicht kreativ waren. Ne? Also, und viel Fantasie hatten die ja, glaube ich, auch. Ne? Ich glaube, die haben sich auch da so an diesem Albert Einstein-Zitat dran festgehalten. Ne? Da heißt es ja auch, ne? Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Ne? Weil wenn man jetzt Wissen habe, ne, dann sehen wir natürlich, so ein Teil kann sowas überhaupt nicht aushalten im Endeffekt. Ne?
Und auch noch dann von der Erde aus gestartet, dann mit Funk, ne? Und der arme Richard Nixon, der musste da am Schnurlostelefon mit den Astronauten da telefonieren, ne? Das ist auch keine schöne Art, ne? Den hätte man auch damals auch schon so ein Schnurlostelefon in die Hand drücken können, ne? Damit er mit den Astronauten da telefoniert hat, da. Also, ja, der ist wie immer irgendwie auch mit zweierlei Maß gemessen, irgendwie, ne? Mal so oder mal so. Und diese tollen Konzeptzeichnungen, das sind ja auch so Bilder aus dem Computer eigentlich, ne? Und ich werde euch gleich nochmal eine ganz lustige Geschichte erzählen. Oder was heißt eine lustige? Eine Geschichte eigentlich aus meiner Computervergangenheit. Und die sind ja so Art ja, Modelle, oder die kann man ja auch am Computer erstellen mit so CAD-Programmen oder so 3D-Software. Und da werde ich euch nämlich jetzt mal was zeigen, wo ich früher schon vor über 20 Jahren mal mit gearbeitet habe. So, und dieses Programm, wo ich damals mit gearbeitet habe, das war, oder das heißt 3D Studio Max. Und das ist vom Entwickler Autodesk, die erstellen, die haben auch so Softwareprogramme. Ich glaube, so CAD-Programme nennt man das auch. Und die sind schon zu Zeiten von MS-DOS sind die entstanden. Und hier sagt man zum Beispiel Erscheinungsjahr 1990. Da gehe ich mal nicht von aus, dass es 1990 war. Das wird wohl schon einige Jahre davor gewesen sein. Und hier kann man zum Beispiel sich angucken lassen, welche Firmen zum Beispiel diese Software benutzt. Und da sehen wir zum Beispiel auch, dass viele Software- oder Spiele-Software-Entwickler mit diesem Programm arbeiten, wie Bethesda oder Crytek, das sind ja alles bekannte Namen in dem Bereich. Blizzard sehen wir hier, CD Projekt, Piranha Bytes, ja, Gothic-Reihe. Genau, die habe ich früher auch gespielt, Electronic Arts. Aber natürlich auch bei Filmproduktionen kommen diese Software zum Einsatz, wie Harry Potter, Black Hawk Down, The Day After Tomorrow. Hier haben wir eigentlich so ziemlich alles, was in Hollywood ja, so Blockbuster auch gewesen sind. Ne? Da hat man mit dieser Software hat man ja, so bestimmte Teile mitgemacht. Ne? Und hier bekommen wir zum Beispiel auch noch eine Auflistung von Computerspielen, die ja auch Modelle erstellt worden sind mit dieser Software. Ne? Das ist eine große Auswahl. Ich gehe auch immer davon aus, dass diese Liste nicht unbedingt ganz stimmt, weil ich bin nämlich jetzt hier auf der deutschen Seite. Und wenn wir jetzt mal auf Autodesk gehen, direkt, sind wir jetzt natürlich auch wieder auf der deutschen Seite. So, dann bekommen wir dann so zum Beispiel so ein paar Daten auch, ne? Wie viele Mitarbeiter sie haben. 88. Finde ich auch sehr interessante Zahl. Und bei dieser Geschichte, als ich mich da nochmal wieder so vor ja, so einige Wochen mal drüber nachgedacht habe, mit dem 3D Studio Max, da hatte ich früher eben halt mitgearbeitet, und da fiel mir so ein, könnte es eventuell sein, dass die NASA auch damit gearbeitet hat oder mitarbeitet. So, nun habe ich aber das kleine Problem gehabt, was ich aber euch gleich auch noch sagen werde, dass man hier auf der deutschen Seite eigentlich gar nicht weiterkommt. Und da muss man nämlich auf die englische Seite switchen. So, und bei der englischen Seite ist es zum Beispiel auch so, da bekommen wir nämlich auch viel, viel mehr Informationen. Und da ich natürlich den ganzen Artikel hier mir nicht komplett durchlesen wollte, habe ich das dann folgendermaßen gemacht. Man kann es ja ganz einfach machen, indem man STRG-V drückt und dann mal sucht nach der NASA. So. Und was sehen wir hier? Wunderbar, dass die NASA auch mit dem Programm arbeitet. Ist das nicht lustig? Damit erstellen die sich auch so 3D-Objekte, gehe ich mal von aus, oder auch 3D-Modelle für ihre komischen Spielzeuge, gehe ich mal wieder von aus, weil anders kann ich mir sonst nicht erklären, weil alles sieht ja immer so ein bisschen, ja, merkwürdig aus. Hier haben wir auch nochmal einen Eintrag mit der NASA, dass sie da auch das, dieses Programm halt benutzen. Also, und dieses Autodesk ist auch eine recht große Firma. Die haben auch sehr viele Programme in ihrem Portfolio, sage ich mal so. Die sind auf jeden Fall eine Größe in diesem Bereich. So, und jetzt werden wir diesen Bereich mal verlassen und werde ich euch mal die chinesische Version von den Raumsonden zeigen. Und das ist ja, das ist der absolute Hammer.
So, und hier sehen wir jetzt die chinesische Antwort auf die amerikanischen und russischen Sonden. Und das gute Teil nennt sich Chang'e 4 oder Chang'e 4, wie man auch immer das ausspricht hier. Und zwar ist es die Raumsonde der chinesischen nationalen Weltraumorganisation. Und das Ganze wurde am 7. Dezember 2018 gestartet, also in den Filmstudios und am Computer. Und so sieht das Prachtstück aus hier. Das ist einmal dieser Landeeinheit. Der dann natürlich auch einen Rover noch dabei hatte, weil die Chinesen, die wollten den Amerikanern das ja ein bisschen nachmachen, wie die damals auf dem Mond gelandet sind und auch so einen Moon Rover dabei hatten. Ne? Und hier, ja, man bekommt im Endeffekt, bekommt man nicht viel zu sehen. Man bekommt immer so Konzeptzeichnungen und dies fand ich auch sehr lustig hier. Auf jeden Fall eine lustige Art und Weise, etwas grafisch darzustellen, also einfach darzustellen. Ne? So soll das Wunderwerk der Technik dann mit der Erde kommunizieren hier, ne? Über die komische Märchenkugel hier. Also quasi das gleiche, was wir auch schon bei den Amerikanern gesehen haben. Ne? Nur mit einer anderen Technik. Hier kommuniziert man quasi schon direkt mit einem Satelliten. Ne? Ja, wie wir wissen, gibt es ja gar keine Satellitin. Ne? Aber der Satellit, der kommuniziert dann wiederum mit ja, so einer Parabolstation hier auf der Erde, die schön der Pfeil dahin zeigt. Ne? Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Ne? So, und hier haben wir dann auch so ein hübsches Bild. Also kein Foto. Hier sagt man zum Beispiel auch, dass es ein Bildmosaik ist von der Mondrückseite. Ja, und wie wir wissen, die Mondrückseite, die können wir nie sehen, ne? Von der Erde aus. Aber da gibt es ja auch noch so ein lustiges, so eine lustige Aufnahme von der NASA, die werden wir uns dann nachher auch nochmal kurz anschauen. Und von diesem Wunderwerk der Technik der chinesischen Ingenieure, da werden wir uns gleich auch mal ein bisschen Bildmaterial anschauen. Und zwar werden wir dann mal eben switchen wieder. So, und hier haben wir jetzt brandheißes Bildmaterial von diesem Wunderwerk der Technik der chinesischen Ingenieure. Und da lassen wir gleich mal schön das Video laufen. Auch ist das nicht schön. Schon die Musik hier runterdrehen. Ja, schön unterlegt mit chinesischer Volksmusik. Und das gute Ding ist ja 2019 gestartet da. Natürlich genau 60 Jahre, nachdem die Amerikaner auf dem Mond waren. Ne? Da mussten die Chinesen das jetzt auch mal machen. Ne? Oh, schön, ne? Aber ihr werdet lachen, da gibt es noch viel besseres Bildmaterial eigentlich. Und da werden wir nochmal wieder kurz switchen. So, und hier haben wir jetzt fantastisches Bildmaterial, Panoramafotos von der Mondrückseite, von diesem Wunderwerk der Technik. Sieht das nicht wunderschön aus? Ich habe übrigens schon die höchste Auflösung, höher geht's nicht. Also ein bisschen Propaganda gehört auch dazu, ne? Das ist ja bei den Kommunisten so, ne? Bei den Chinesen. Guckt euch das an. Ist euch was aufgefallen hier? Also, ich glaube, dass die Chinesen hier bei den Amerikanern Material gekauft haben. Nämlich hier sehen wir nämlich diese Spezialfolie von der NASA für 60.000 Dollar der Quadratmeter. Und hier auch noch so eine hübsche Satellitenschüssel. Da kann man dann direkt vom Mond aus dann eben halt Satellitenfernsehen empfangen. Ne? Ja, und wenn man da noch so ein bisschen durchguckt, dann findet man auch noch so ein kleines Remake. Und das muss ich euch auch unbedingt zeigen, weil das fand ich total lustig. So, und hier haben wir jetzt noch sehr wunderbares Filmmaterial. Eine wunderbare CGI-Rakete hebt er ab. Oh, schick, oder?
hier von Sky News, ne? Schöne Animation jetzt. Guck, da fahren die Sonnenkollektoren aus. Dann wird alles von der Erde aus gestartet, ne? Gucken, jetzt landet der Teil da jetzt dann wunderbar auf dem Mond. Bohrt er sich in die Mondoberfläche ein. Und dann mit Gesteinsprobe bringt das zurück zur Erde hin. Also genau wie die Amerikaner damals, ne? Nur diesmal von der anderen Seite vom Mond. Das ist der Hammer, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, dann machen wir auch nochmal kurz weiter. Ja, ihr dürft jetzt nicht vergessen, meine Lieben, das ist jetzt Wunderwerk der Technik, 60 Jahre später, also 2019, ne? Also, ja, da hat sich, glaube ich, nicht viel verändert, ne? So, dann haben wir es mal wunderhübsches Bildmaterial. Hervorragende Licht- und Schatteneffekte. Made in China. Ja, das ist quasi die chinesische Antwort auf den Mondrover, ne? Der 60 Jahre zuvor auch schon auf dem Mond rumgefahren ist, aber diesmal Hightech aus China. The original design life of the lander's rover U-2 was just 3 months. That means the little six-wheeler has been up there picking up moon dust for 4 times longer than expected. Not bad considering the lander and rover were modified spares the China National Space Administration had on hand in case the Chang'e 3 mission was unsuccessful. So, weiter geht's nochmal. Das ist auch wieder sehr interessant, ne? Dass man hier vom Mond aus so eine kleine Erde sieht. Ne? Also Größenverhältnis, ne? Also unglaublich. So, und jetzt müssen wir noch mal kurz auf eine Meldung reagieren. Und zwar wurde die hier am 17.05.2020 von der Seite China Daily gemacht. Und das finde ich zum Beispiel total interessant eigentlich, dass sie hier eine Meldung von Xinhua, das ist wohl so ein chinesisches Staatsorgan, also Presseorgan eigentlich, fast 1:1 übernommen haben. Die haben das zwar so ein bisschen noch ergänzt mit ein paar Larifari-Daten, aber im Grunde genommen haben sie nämlich die kompletten Daten eigentlich von diesem Staatspresseunternehmen komplett übernommen. Und wisst ihr, was da noch das Lustige ist? Ich habe mir dieses Bild hier runtergeladen und da möchte ich euch mal kurz was zeigen. So, und die Bilddatei, die hat nämlich ganz interessante Informationen, und zwar hier jede Menge in Chinesisch, und dann steht hier noch so ein Autor dabei, und hier steht so ein Programmname, und das scheint wohl so eine Grafik-Software zu sein, die man auch auf dem Handy spielen kann. Und natürlich lustigerweise hier die Bilddatei oder die
man erzählt den Leuten quasi, dass das ein Foto sein soll, aber in Wirklichkeit ist es ja eine Bilddatei, das ist kein Foto in dem Sinne. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir diese Informationen, die hier in diesen Eigenschaften drin sind, habe ich mir übersetzen lassen und das schauen wir uns mal kurz an. So, und hier sind wir jetzt in dem Übersetzer drin und ich hatte euch schon erzählt, dass dieses Xinhua ja so eine Staatsnachrichtenagentur ist und die haben quasi das Bild mit den passenden Daten quasi schon beschriftet, was jetzt diese Seite China Daily quasi in ihre Nachrichten mit reinnehmen sollte. Und die haben quasi tatsächlich das auch so fast komplett 1:1 so übernommen. Ne? Also das ist der Hammer. Auch hier so zum Beispiel, hier reden sie von einem Foto. Und ein Foto ist es ja nicht, weil erstmal ist die Auflösung sehr mickrig und zweitens ist da ja auch ein, ja, eben halt ein Grafikprogramm dazwischen. Ne? Das kennen wir auch von der NASA, dass sie auch immer öfter ihr Photoshop da so bezeichnen mit in Daten. Das können wir dann auch immer überprüfen über die Eigenschaften. Aber das war ich so total irre. Und gleich, das haben sie auch noch gleich doppelt eingetragen, ne? Diese. Ja, genau, dieselben Daten zweimal reingeschrieben, damit sie ja nicht das falsch machen quasi auch. Ne? Ja, und hier steht natürlich auch noch hier die NASA mit dabei. Die gehören nämlich alle ja, zusammen, die arbeiten ja auch alle zusammen, weil das sind ja alles Firmen, ne? Alles Unternehmen. Ne? Egal, ob das kommunistisch ist oder kapitalistisch, es ist alles eine Suppe. So, und jetzt müssen wir noch mal kurz auf dieses Bild, was die Seite China Daily gepostet hatte, also direkt von dem Staatsorgan hier, von dem chinesischen kommunistischen Regime. Und zwar, ich werde euch noch mal kurz mal eben eine Einblendung zeigen. So, und zwar geht es ja hier um die Eigenschaften von dem Bild. Ne? Also sehen wir, das ist das Bild hier, was ich hier direkt runtergeladen hatte. Und dieser Programmname ist hier dieses Maitu.com. Das scheint wohl so irgendwie so eine Handy-Grafik-App sogar zu sein. Also ziemlich billig eigentlich auch gemacht. Das erkennt man eigentlich auch daran, dass ja, die ganze Auflösung, die ist eigentlich schrecklich. Ne? Wenn man hier mal reinzoomt, dann ist das alles total verpixelt. Und hier haben wir auch noch so einen komischen Schatteneffekt oder was das hier sein soll. Da im Dunkeln von dieser komischen Satellitenschüssel, die da drauf hängt. Also unglaublich. Und was ja sehr viel Ähnlichkeit auch hat mit diesem Mondlande, mit der Mondlandefähre. Ne? Also diese Zinnkelche, dann diese umwickelten, ja, weiß ich auch nicht, was man da ist, aus dem Sanitärbereich oder sowas. Dann hier ja die Zinnkelche, auch diese komische Teile hier, wo sie damit drauf gelandet haben. Und was ich ganz interessant finde, ist eigentlich, dass die hier richtige Abdrücke haben von dem Teil. Das hatte nämlich die Mondlandung hier bei den Amerikanern nämlich nicht. Das können wir nämlich gleich nochmal überprüfen, weil da fehlte das nämlich komplett. Komisch, ne? Das ist, ja, das ist unglaublich, ne? So, und zur Überprüfung können wir das mal kurz machen hier. Da sehen wir nämlich, hier sind nämlich keine Abdrücke zu sehen hier. Auf dem Bild seht ihr das. Also da scheint das wohl so, entweder war der chinesische Teil da ein bisschen schwerer als der amerikanische. Oder irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Also ich sag mal hier, das ist alles Kokolores, das ist alles Film, Funk und Fernsehen und ja, viel Fantasie drin, natürlich auch Kreativität, ne? Wenn man sich das Teile so anschaut. Schön zusammengeschustert, auch Schrottteile. Ne? Kann man sich direkt vom Schrottplatz besorgen. Ja, das ist das Schönste. Mondlande-Modul, was ich je gesehen habe. So, meine Lieben, und zum Abschluss werde ich nur noch mal kurz dieses Modell euch vorführen. Und zwar ist das der sogenannte Solarorbiter, ausgestattet mit dem Bestmöglichen, was die Technikwelt zu bieten hat. Also die Technik aus dem Computer, aus der Trickfilmkiste, etc. pp. Das gute Teil soll nämlich eine Sonne erkunden in 150 Millionen Fantasiekilometer
und die Sonne untersuchen. Ja, es ist. Es ist der krönende Abschluss für die Lächerlichkeit dieser Geschichten. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, Gottes Segen und bis die Tage dann. Bye.